Ja, moin, moin. Schön, dass du da draußen wieder mit dabei bist bei einer weiteren Folge Foundry. Wir werden heute gucken. Schmelze. Jetzt mal die Schmelze da unten hin. Eins. Zwei. Drei. So, dass wir dann hier auch die Stäbe produzieren können. Nein. Wo wollte ich das jetzt nicht haben? Wir werden jetzt nämlich das hier löschen. Denn es sieht nämlich schon so aus, dass wir gar nicht mehr genug Stäbe haben. Und jetzt, wo wir eigentlich... Ja, wir haben eindeutig zu viele Abnehmer für Stäbe. Deswegen würde ich gerne jetzt produzieren die denn jetzt genug? So, der bekommt jetzt eigentlich von zwei Richtungen sogar. So. Hier machen wir Stäbe. Achso, falls ihr euch gefragt habt, warum ich nicht das nehme, ne, aus Technum Barren. Meiner Meinung nach macht das überhaupt keinen Unterschied, ob ich jetzt Technum Barren oder Technum Erz nehme. Das ist jetzt nicht günstiger und nicht schneller. Und also man könnte vielleicht maximal noch überlegen, ob es... ja, schneller vielleicht ist, aber an sich sehe ich da jetzt keinen großen Nährwert drin. Alles ist gleich teuer. So, hier werden wir jetzt die Stäbe rausführen. Ich hoffe, dass wir jetzt genug produzieren. Wir produzieren 40, 80, 120 die Minute. Und theoretisch müsste das eigentlich reichen. Die saugen sich ja alle noch ein bisschen was. Hier stockt es. Ja. Ich denke, das wird okay sein. Wir werden das mal ein bisschen beobachten. Das produziert. Das ist eigentlich schon voll. Ja, wir produzieren natürlich ein bisschen mehr Draht. Aber lieber habe ich zu viel und es stockt auf dem Fließband, als dass es zu wenig ist und wir out of order runnen. Sehr schön. Das haben wir jetzt alles geregelt. Eigentlich ein bisschen langsam. Also hier stockt es auch. Das dürfte sich über kurz oder lang, aber... Entschuldigung, ausgleichen. Ich hatte mir auch schon überlegt, wir haben ja auch Xenopherit. Das kommt ja eigentlich auch hier noch in der Produktionslinie an. Ich habe da ja eine extra Ader angeschmissen. Da ist... meine Überlegung, ob ich nicht vielleicht den Strang einfach hier unten runter lang ziehe und im... Ah ja. Ist ein bisschen wenig. Schmeiße ich jetzt das zweite doch noch mit an? Schmeiß das zweite einfach mit an.
Wir werden es beobachten, wenn alle drei an sind, ob das hier irgendwann weniger ist. Das hat sich natürlich jetzt unten in der Mine auch ein bisschen angestaut. Es sind schließlich zwei Bohrer. Aber theoretisch dürfte es eigentlich nicht genug sein. Die zwei Bohrer produzieren 320 und wir brauchen 140. Also wir haben eigentlich zu wenig Erz. Ich müsste theoretisch noch einen zweiten Bohrer da, noch einen dritten Bohrer daran setzen. Das werde ich mal überlegen, ob ich das nicht eventuell noch mache. Im Moment ist es aber okay. Behaupte ich jetzt. Drei dürfte diese Linie eigentlich komplett gut versorgen. Und der vierte bekommt ja noch von den anderen hier. Von daher eigentlich okay. Oder produziert ja irgendwas nicht. Das staut sich nicht mehr. Die produzieren hier hinten alle schon wieder nicht. Aber die sind auch voll. Okay. Das will ich aber auch nicht zwischenlagern, dieses verdichtete Technum, Tecum, Ignum, Ignum Erz oder was auch immer. Denn was braucht man eigentlich für gar nichts weiter? Das ist total. Das ist echt nur für die eine Produktionslinie, glaube ich. Ich weiß auch noch nicht so richtig, was ich mit diesem Beton machen soll. Laufgeschwindigkeit 120%. Vor allem brauchen wir dafür nochmal Xenoferrit. Und eine Kalksteinader. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, wofür ich dieses Zement brauche. Klar, da könnte ich Beton, aber Laufgeschwindigkeit 120%. So wie ich das verstanden habe, soll es ja eigentlich auch ein Jetpack hier geben. Nicht, dass wir das jetzt brauchen, aber das produziert schon wieder nichts. Dann würde ich sagen, nehme ich das hier erstmal weg. Das hat ja bisher eigentlich auch ganz gut so funktioniert, dass sich das gestaut hat. Schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass ich darum herum komme, nochmal unten eine Ader aufzumachen. Ah, wie herrlich. Könnte natürlich auch überlegen, ob ich mir von hier noch ein bisschen Technomole und hier einmal rüberziehe. Schade, dass man nicht sieht, wie viele Erze da wohl so rauskommen im Total. Ich sehe hier halt nur 11 mal 5 mal 11. Hier ist noch 9 mal 6 mal 3, also auch nicht sehr viel. Aber im Zweifelsfall könnte ich natürlich gucken, dass ich die Ader da machen wir das mal noch. Ja.
Ach so, da waren die. Ups. Dann kann ich das ja hier eigentlich auch mal anders. Bam, 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 bam. Jetzt habe ich das auch nicht. Jetzt sollte ich mir überlegen, das auch noch einmal zu bauen. Also, dass ich das automatisiere, weil davon brauche ich ja doch auch ein paar. Ein paar mehr sozusagen. Sehr schön. Wunderbar. Es läuft wieder. Aber das wird bald alle sein. Dann muss ich die da hinten anzapfen und dann muss ich meine... Oh, das skaliert dann aber auch schon ziemlich heftig. So, Bergbaugeschwindigkeit haben wir auch bald fertig. Ja, ich werde vermutlich nicht drum herum kommen, hier noch einen dritten Xenopherit-Bohrer ranzumachen. Technobohrer. Ich war eigentlich gerade fertig. Das war echt Arbeit. Das war echt Arbeit. Aber ich brauche, glaube ich, noch einen weiteren Bergbauzug. Und Depot. Habe ich vielleicht sowas noch im Lager? Oder muss ich mir das jetzt wieder zusammenbasteln? Mit ein bisschen Glück habe ich das noch im Lager. Der ist für Ignom. Aber guck mal, ein Depot habe ich noch. Ich habe noch das. Ach hier, gucke mal, gucke mal, gucke mal. Ja, gucke mal. Der ist für Ignom. Und der, das andere nicht. Gut, dann mache ich wahrscheinlich für beides nochmal sowas extra. Dann brauche ich nochmal zwei Züge. Da brauche ich dann elektronische Komponente. Eins, zwei. Gut. Dann wird das wahrscheinlich die Aufgabe bis zur nächsten Folge sein, würde ich sagen. Dass ich da nochmal einen extra Zug dranhänge überall. Damit ja auch wirklich vernünftig was ankommt. Warte mal, wenn ich vier, drei Züge nehme, dann habe ich 3, 360, 420, 480. Aber so viel kommt auf dem Fließband gar nicht an. Dafür bräuchte ich dann eigentlich die Leiterplatte. Aber wo kriege ich jetzt die Leiterplatte her? Ist das vielleicht tatsächlich wie in Satisfactory so ein Nebenprodukt? Irgendwie Plastik? Weil ich sehe jetzt auch leider nicht, was ich für die... Doch, Polymer. Eine Polymerplatte. Ist das irgendwie vielleicht ein Nebenprodukt aus irgendeinem Öl? Guck mal hier, das könnte ich eigentlich auch bauen. Forschung 4. Ich würde aber sagen, als nächstes gucken wir erstmal, dass ich das mit dem... dockt. Das ist alles zu wenig. Da muss eigentlich viel mehr durch. Aber dafür brauche ich eigentlich auch schon wieder die nächste Stufe von Fließband. Naja, wobei, eigentlich könnte ich ja auch noch ein zweites Fließband hier mit ranpacken.
also da zweites rausziehen. Und dann könnte ich die hier zusammenführen. Oder so. Aber eigentlich brauche ich das ja gar nicht, wenn ich nachher das nächste, die nächste Stufe Fließband habe. Ist denn da unten schon so leer? Müssen wir mal bei Technum gucken. Kann doch nicht schon so leer sein. Wo ist denn Technum? Da. Ok, ok, kleiner Fahrstuhl. Oh. Aber hier ist doch noch voll. Hä? Aber das müsste doch eigentlich durchgängig nach oben laufen. Also das Teil soll theoretisch 640 Gegenstände die Minute hochtransportieren können. Hä? Aber wenn er 640 Gegenstände hochtransportiert... Wieso kommt dann mitunter nicht genug Erz oben an? Das müsste doch theoretisch die ganze Zeit rauslaufen. Habe ich da nicht eben Löcher gesehen? So eigentlich? Vielleicht auf jeden Fall nicht für alle. Kriege ich im Moment mit einem Fließband nur. Ich brauche dieses Polymer. Bleibt mir gar nichts anderes übrig, als dieses Polymer irgendwie. Ich brauche diese nächste Stufe der Förderbänder. Der Platte. Ja, also vielleicht ist das tatsächlich... Der irgendwie wie in Satisfactory hier die Ausscheidung. So viel Platz noch. Der von irgendwie Öl hier, so Plastik, ne? Das wäre doch wahrscheinlich der springende Punkt, wenn wir den scannen. Dann bräuchte ich ja aber Rohrleitung. Maschinenbauteile. Hochofen. Pumpen. Ist denn Pumpen schon? Kommt das mit Rohrleitung? Rohrladestation? Klempnerwerkzeug? Lol. ach so, wenn ich das habe ich eine Flüssigkeitspumpe? Chemischer Verarbeiter? Jetpack! Oha, hier ist das Jetpack. Okay, alles klar. Rohrleitungen sind das nächste. Was haben wir hier? Energiezellen, einen Tank und eine Gießerei? Und Veredelung von Erzen, Batterie. Also auf jeden Fall sollten wir pumpen.
Wir sind aber gleich fertig mit Bergbau. Mal 6 Stück fehlen noch. Und dann würde ich nämlich danach direkt das mit den Pumpen starten. Und gucken, dass wir dann mal mit den Pumpen ausprobieren. Vielleicht kriege ich da ja meine Plastik her, meine Polymer-Tralala. Vielleicht ist das hier Öl? Ist das vielleicht Öl? Macht das Sinn? Vielleicht erschließe ich hier noch das Erz. Da ist noch mehr Öl. Also wenn das Öl ist. Ja, wir werden es wahrscheinlich. Wir werden es sehen. Ich bin am Überlegen, ob ich hier einen kleinen Schnitt mache und warte, bis wir das mit den Pipelines. Und in der Zwischenzeit gucke ich, dass ich vielleicht noch einen dritten Bohrer überall da unten reingeklatscht bekomme. Denn selbst wenn das Öl fertig ist, brauchen wir ja noch einen Moment, bis das fertig erforscht ist. Das läuft jedenfalls voll. Das finde ich richtig geil. Da freue ich mich richtig drüber. Mal hier Stein, der kann mal weg. Xenophyrit. Ach, damit. Ob ich in der Zwischenzeit noch mal so einen Extra-Bohrer ranhänge. So. Also Bergbau, Bohrgeschwindigkeit. Das dürfte mir helfen, wenn ich jetzt gleich noch den dritten Bohrer daran setze. Oh Mann. So, und jetzt würde ich sagen, pumpen. So, das ist alles schon fertig. Jetzt brauchen wir noch 50 Stück. So, 50 Stück. Wir produzieren 3 die Minute, ne? 3 die Minute. Also ich brauche mindestens 15 Minuten. Eher 20. Gut. Ich würde sagen, ich melde mich gleich wieder, wenn die Rohrleitungen fertig erforscht sind. Und in der Zwischenzeit bohre ich ein bisschen unten in der Tunnelwelt rum. Wir sehen uns gleich. So, also die Forschung ist fertig. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir noch so Kartenscan, Flüssigkeitspumpe. Sehr gut. Die bräuchten wir eigentlich auch. Kann ich denn jetzt schon irgendwie Rohrleitungen? Ladestation, Rohre. Aus Stahlträgern. Oh, das ist aber super. Das ist aber easy. Das, easy. Eine Ladestation. So, da. Pumpe forsche ich ja jetzt theoretisch erst. Also ich könnte dann zumindest schon mal gucken, dass ich die Rohre schon mal automatisiere. Also wenn die aus Stahl gemacht werden, dann habe ich ja leichtes Spiel. Denn Stahl, würde ich sagen, haben wir ein bisschen was. Stahl haben wir ein bisschen. Frage ist, produziere ich das hier? So, Stahl produzieren wir nur wirklich mehr als genug. Ziehe ich mir vielleicht von dort lieber Stahl nach hier, um hier vernünftig eine neue Produktion zu, oder quetsche ich die da jetzt noch rein? Wie viel Stahl bräuchte ich denn? würde gerne Rohre machen. 2 Stahlträger bringen 2 Rohre. 45 die Minute. Produziere ich 45 die Minute?
30, 30, 30, also produziere ich im Prinzip 396. Und im Moment brauche ich den Stahl nur... Ich brauche 90. Hä? 12. Ach so, 12. 30, 60. 60, 70, 80, 84. Also eigentlich... Okay, aber die Rohre sind ja dann irgendwann auch fertig. Die Rohre sind aber auch irgendwann fertig. Also ich sollte gucken, dass ich mir das hier vielleicht rüberziehe und dann machen wir hier einfach weiter. Dann komme ich immer schön überall an die Lager ran. Und dann gibt es auch nicht so das Problem. Dann machen wir das mal noch. Das passt ja noch ganz gut in die Folge rein. Produzieren wir zumindest schon mal die Rohre. Und dann stellen wir... Ich würde aber vielleicht doch den kleineren nehmen. Noch... Denn so unfassbar viel Rohre werden wir jetzt sicherlich nicht brauchen. Wer weiß, was da noch alles mit Stahl kommt, deswegen greife ich mir den Stahl mal lieber hier ab. Und speichere den dann vielleicht direkt. Hier daneben, ha? Die Rohre, sie da direkt gespeichert werden vielleicht. Würde ja Sinn machen, dann ist das auch nicht so... Nicht so enge, knappe Kiste hier. Wo geht das überhaupt? Geht das überhaupt oder kriege ich da jetzt Komplikationen mit dem Fließband? So, hier will ich dann Rohre produzieren. Dann kann der Stahl hier raus. Und irgendwann ist ja voll, dann hört er ja auf mit produzieren. 30 Stück. Ah, soll er mal ruhig voll laufen? Das ist okay, würde ich sagen. Sehr schön, hier produzieren wir dann jetzt Rohre. Ähnlich wie Fließbänder werden wir von dem wahrscheinlich eine ganze Menge brauchen. Dann gucken wir mal. Hier. Ach so, hier könnte ich das... Aha. LOL! Filter wie. Ach du heilige Abgas. Hochverdichtet, heiße, flüssig, Poly.
Flüssiges Polymer, geschmolzenes Technum. Geschmolzenes Technum? Olumidsäure, Olumid. Ach du Heilige. Okay, das mit den Flüssigkeiten. Okay, also es könnte spannend werden. Na, warten wir mal ab. Das kann ich jetzt erstmal produzieren. Im Hintergrund läuft dann mehr oder weniger die Rohrproduktion also. Und die Forschung. Und dann können wir nochmal hier nach unten. Für das Technum. Da habe ich nämlich jetzt mehr oder weniger genug Platz eingerichtet, um einen weiteren Zug da reinzustellen. Und dann will ich auch mal gleich direkt gucken mit euch zusammen. Geil, oder? Wie ich das mal nicht off-cam mache, sondern on-cam. So, hier muss jetzt erstmal Fundament. So. Dann kann jetzt hier das jetzt ist natürlich die große. Nevermind. Natürlich habe ich das nicht richtig. Oh Mann. Na klar. Jetzt? Ja. Jetzt. Sehr gut. Dann kann das da noch ran. Und das. So, jetzt bin ich natürlich am Überlegen. Theoretisch müsste das ja jetzt dann auch hier raus. Kann es ja eigentlich da rein, oder? Rein in die gute Stube. Und dann könnte ich hier jedes Mal noch einen ransetzen, wenn ich feststelle, es reicht alles nicht. So, hier, no grid. Ach ja, grid braucht der Spaß auch. Oh. Achso, nee, doch, geht. Ja, hängt jetzt ein bisschen doof in der Luft, egal. So, wir ziehen da jetzt noch einen Zug rein. 16 Gleise. Und dann können wir den Bergmann schon starten. Und dann haben wir hier drei Bergbauer. Was ich jetzt, wie gesagt, unpraktisch finde, ist, dass hier so ein merkwürdiger Zwischenstrich übrig bleibt. Also da weiß ich noch nicht, wie das irgendwie sich vorgestellt wird. Denn da wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen lieber gewesen, dass die Bedienelemente irgendwo hier hinten dran sind.
Damit man die wirklich dicht an dicht stellen kann. Weil sonst, ihr muss ja hier dazwischen Platz lassen. Also es geht ja gar nicht anders. Sonst kriege ich ja den Zug gar nicht eingesetzt und die Schienen. Und ja. So, also der wird jetzt erstmal noch ein bisschen sammeln. Ich gehe auch noch nicht davon aus, dass wir jetzt recht flott das zusammenbekommen. Mit dem Öl oder was, Olomit oder was auch immer das ist. Also ich muss mich da, werden wir vielleicht in der nächsten Folge mal sehen. Bis dahin sollte die Flüssigkeitspumpe fertig sein, geforscht sein. Und ich glaube, erst wenn wir dieses Polymer an den Start kriegen, dann können wir auch die nächsten Fließbänder bauen. Dann können wir die noch stärkeren... Was braucht denn noch alles Polymer? Hier, der nächste Lastenaufzug, der dann 1280. Also das ist schon nicht ohne. Drei Züge, 300, 400... 480. Also wir könnten quasi 6 Züge dranhängen und an die höhere Stufe der Fließbänder 640, das dürfte nochmal ordentlich Tempo ranbringen. Eigentlich bräuchten wir dann auch die nächste Ladestufe von allem. Hier die End- und B-Lader, die, obwohl die 1200 bekommen, also weiß gar nicht, ob wir überhaupt die zweite Stufe brauchen, weil 1200 ist ja eigentlich schon das Maximum, was wir da irgendwie rein und raus kriegen. Von daher, ja, hier ist dann jetzt aber erstmal vorbereitet schon für die nächste Stufe. Das Ganze müsste ich natürlich bei Xenoferit auch noch einmal machen. Mit Ignum kommen wir eigentlich noch einigermaßen zurecht. Und ja, die Folge ist auch schon wieder super lang. Gucken noch mal danach, wie die Rohre sich so entwickeln. Hier ist eigentlich noch so viel Platz, aber... Ah ja, die stacken zu 100. Gott, also ich produziere so viel Stahl. Da könnte ich mir noch viel, viel mehr von wegnehmen, wenn ich wollen würde, glaube ich. Weil alles andere voll ist. Das ist schon vollgelaufen. Ich könnte mir eigentlich noch eine Runde Stahl wegziehen. Wüsste jetzt nur nicht wofür. Natürlich, ich könnte jetzt hier die ganzen anderen Sachen noch produzieren. Das könnte man eigentlich noch. Platten, Maschinenteile und Komponente. Man könnte eigentlich noch diese Ladestation produzieren. Aber da gibt es ja bald auch die Stufe 2. Und im Moment... Wobei, die brauche ich eigentlich echt schon ein bisschen häufiger. Flüssigkeitspumpe. Okay, jetzt bin ich neugierig. Wo ist die denn? Da. Ausgabe 1800 Liter die Minute. Und ein so ein Rohr kann 300.000 Liter die Minute. Okay. Das wird eine Menge. Ein Pümpel. Klempnerwerkzeug. Warte mal, wo ist mein Jetpack? Kriege ich jetzt mein Jetpack? Monument. Charakterherstellung. Da, Jetpack. Jetpack, Fuel, Ignum, Pulver und Olomit. Ich würde sagen, wir werden jetzt Olomit. Berg-Olomit. You know what I mean. Oh, was hier? Der produziert aber. Oh, wir haben so wenig Stangen immer noch. Obwohl die alle drei beschäftigt sind. Und hier ist gleich schon wieder vollgeladen.
Ja, gut. Also ich würde sagen, ich produziere jetzt erstmal noch ein paar Pumpen. Hier. Sodass wir... in der nächsten Folge mal gucken können. Und dann machen wir uns, glaube ich, mal so ein bisschen auf die Suche nach Olomit. Und dass wir das angepumpt bekommen. Pump. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Lasst ein bisschen Support da. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis denn. Tschüss.